Tag zusammen zu einer neuen Folge aus dem Blog. Was für eine turbulente Woche haben wir jetzt erlebt. Erst der Becherwurf beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach 2. Und dann die völlig überraschende Entlassung von unserem Coach Fuat Kilic. Da sind wir immer noch nicht ganz mit dem Reinen mit. Da gibt es immer noch sehr viel Diskussionen, kontroverse Diskussionen. Zwei Lager, die es verstehen, die dafür absolut Verständnis haben, warum man es gemacht hat und sogar die Erklärung liefern, wieso es gemacht worden ist. Und natürlich andere Fans, davon sage ich mal die Mehrzahl, die natürlich überhaupt nicht weiß, warum man es zum jetzigen Zeitpunkt so gemacht hat, wie es gemacht wurde. Dann kam auch noch diese Pressemitteilung dazu und die Aussagen, die ja die Offiziellen von sich gegeben haben zu der Thematik. Und ja, für mich persönlich bleibt das schwammig, nichtssagend, keine fundierte Begründung, warum man sich dann aufgrund dessen von Fuat Kilic trennen musste. Das habe ich aber auch in meinem vorigen Podcast schon gesagt, dass natürlich interne Gründe da sein müssen, die dazu geführt haben, weil das, was uns öffentlich präsentiert wird, das ist einfach zu dünn. Und viele von euch ist das ja auch so, die verstehen es nicht. Und ich denke, würden wir die internen Gründe kennen, dann hätten wir vielleicht auch mehr Verständnis dafür. Aber so ist das im Fußballgeschäft. Wird da sowas gemacht, ist unglücklich vielleicht, aber es musste so gemacht werden, wie es ist. Wie gesagt, es wird interne Gründe geben, die dafür gesprochen haben, dass man diese Trennung durchführt, weil der Vorstand hat das Ziel, dritte Liga. Und das haben sie vor Monaten schon ausgerufen. Das wird auch immer wieder von denen kommuniziert, dass der Weg das Ziel ist und das Ziel ist oben dritte Liga. Und da will man nächstes Jahr angreifen. Im Alemannia-Forum konnte man dann auch schon dazu lesen, dass irgendeiner dazu wieder was geschrieben hat und der schrieb dann dazu, dass es wohl Sponsoren gibt, die schon die Zusage gegeben haben, dass der Etat nächstes Jahr deutlich ansteigen wird, um genau dieses Ziel realisierbar zu machen. Und das passt dann zu den Aussagen, was dann unser Vorstand von sich gegeben hat, was sie ja auch dauernd tun. Das passt vollkommen dazu. Und dann sieht man auch, dass es diesen Weg gibt und das Ziel, das dann irgendwo lautet, dritte Liga. Dem ist dann auch alles unterzuordnen. Und wenn es da irgendwo quietscht, knatscht und sonst irgendwas ist, dann muss man reagieren. Seien es auch unbequeme Entscheidungen und wer weiß, ist auch vielleicht nicht die letzte Entscheidung gewesen. So jedenfalls ist das nur interpretierbar, das Ganze. Wäre es ja auch zu komisch, dass man einfach vollkünftig rausschmeißt. Die Spielweise soll sich ändern, das haben wir jetzt ja auch öfters gehört aus den ganzen Statements. Die Attraktivität soll erhöht werden, wir wollen uns nicht mehr am Gegner ausrichten, sondern dem Gegner unser Spiel aufbürden. Ja, und wir sollen dann auch wieder mehr Offensivfußball sehen, so wie gegen Preußen Münster. Das haben uns schon viele vorher versprochen und ich bin gespannt, ob es diesmal eingehalten wird, ob wir diesmal das sehen, was sich dann unsere Obrigkeit dann so vorstellt. Und was auch Helge Hohl, unser jetzt ehemaliger Sportdirektor und Interimscoach, das in den Spielern eingeimpft bekommt. Er möchte das System ändern und man darf gespannt sein, wie es dann in Zukunft aussehen wird. Die Bewährungsprobe ist natürlich beim SV Strählen. Tabellenvorletzter und da wissen wir natürlich aus der Vergangenheit ganz genau, der gefährlichste Gegner, den es überhaupt gibt. Je kleiner die Mannschaft, je tiefer in der Tabelle, desto ein größerer Brocken für uns, als wenn Preußen Münster kommen würde. Natürlich warten alle darauf, dass wir jetzt natürlich einen grandiosen Auswärtssieg einfahren werden, dass wir quasi den SV Strählen in Trümmern legen werden, damit man sagen kann, ja, das war jetzt die richtige Entscheidung gewesen. So ist es natürlich nicht. Ehe wir so etwas sehen, ehe wir eine Systemänderung sehen in voller Gänze, das wird dann auch mindestens bis Jahresende dauern. Das wird nicht in 2-3 Spielen realisierbar sein. Die Spieler müssen sich erstmal an Helge Hohl gewöhnen, an seine Art, wie er Fußball spielen möchte. Und natürlich bleibt auch die Hoffnung, dass der ein oder andere Spieler, wo man sagt, der kann ja eigentlich viel, viel mehr, als er auf dem Platz zeigt, dass er sich jetzt auch Gedanken macht und eine neue Chance bekommt, das zu zeigen, was er eigentlich kann. Da bin ich sehr drauf gespannt. Und demzufolge ist das natürlich am Samstag trotzdem ein wichtiges Spiel, das gewonnen werden muss. Jetzt sind wir Tabellenzehnter. Eine Niederlage wäre natürlich fatal und das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was dann in der kommenden Woche hier die ganze Woche los sein würde.
Deshalb hoffen wir einfach mal, wir gewinnen in Strahlen, warten ab, wie sich die Dinge entwickeln. Alkohol, da haben jetzt auch die meisten ja schon die Verschwörungstheorien rausgeholt und gesagt, das war schon von langer Hand geplant. Das hat er ja widerlegt und gesagt, dass das nicht so gewesen ist. Es ist aber naheliegend, dass man natürlich ihn gefragt hat. Er besitzt entsprechend die Fußballlizenzen und ist auch sofort verfügbar, dass er halt eben jetzt interimsweise das Ganze übernimmt. Und wer weiß, wenn wir in der Erfolgsspur zurückkehren, wenn wir bis Weihnachten eine Siegesserie hinlegen, dann ist er auch wahrscheinlich der richtige Mann für die Rückserien. Oder aber es kommt irgendein neuer Trainer. Bezüglich Helge Hohl, dass viele meinen, alles von langer Hand geplant. Er war nur auf Fuad Kellys Stuhl scharf. Da kann ich euch sagen, ich hätte zufälligerweise am Donnerstag ein Interview mit Helge Hohl gehabt, mit unserem Sportdirektor. Aber die aktuellen Ereignisse haben dem Ganzen natürlich dann einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, wir haben dieses Interview erstmal in 4 Wochen nach hinten verlegt, um mal dann zu schauen, ob es dann irgendwie passt. Dann werde ich ihn nicht mehr als Sportdirektor, sondern als Trainer interviewen. Da muss ich mir nur einfallen lassen, wie ich meine ganzen Fragen etwas umformuliere, weil, das habt ihr vielleicht nur am Rande mitbekommen, vor ein paar Wochen hatte ich schon mal ein Interview mit Helge Hohl gehabt. Da hat er sehr ausführlich und auch genau diese Frage, die ich ihm gestellt habe, was denn nun ist mit Trainer und Sportdirektor und ob er Ambitionen hat, wieder Trainer zu werden. Und dass er mir nachsagt, dass er gekommen wäre, um Fuad Kellys abzulösen, hat er darauf ganz offen und ehrlich geantwortet, dass er das natürlich nicht ist. Das zeige ich euch mal, warum ich es euch nicht zeigen konnte, nämlich hier. Und da habt ihr gesehen, oder für mehr gesehen habt ihr was, aber ihr habt nichts gehört. Genau, weil dummerweise hat da meine Technik versagt. Das ist ja letzte Woche nach einer Zeitung auch passiert beim Interview-Podcast mit Dino Bayrich. Ja, da bin ich froh, dass es auch den Großen passiert und nicht so klein wie mir. Das hat mich sehr schwer geärgert, weil ich damals dem Helge Hohl dann wertvolle Zeit geklaut habe. Also die Stunde, die wir zusammengesessen haben, war dann quasi für den Arsch. Da war ich ganz schön pisst gewesen. Da war ich dankbar, dass Helge Hohl gesagt hatte, wir machen das eben nochmal. Hat sich dann aus diversen Gründen immer weiter verschoben und hätte jetzt gestern so sein sollen, dass wir uns dann getroffen hätten. Hat sich dann aber, wie erwähnt, aus den bekannten Gründen dann natürlich zerschlagen. Jetzt ist natürlich der Fokus anders gelegt und da möchte ich mir jetzt auch nicht die Zeit stehlen. Verständlich. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ich hoffe, dass mit Helge Hohl und mir klappt dann nochmal und dann, wie gesagt, muss ich mir mal neue Fragen ausdenken, weil die alten, die ich ihm stellen wollte, die sind natürlich obsolet. Aber das ist eine andere Geschichte. Was man auch dazu sagen muss, wir haben ja im Internet, also ich mit euch, ihr mit mir und ihr untereinander, ja weit ausufernd, ja sicher ausgetauscht über der Meinung, was jetzt ist mit Fuad Kellys, warum, weshalb, wieso. Ja, so bei manchen, was ich gelesen habe und auch Richtung Marcel Moberts gegangen ist, das ist ja dann unfassbar, was manche Leute sich rausnehmen und glauben, den Leuten schreiben zu können. Ich meine, Kritik kann man immer anbringen, wenn sie sachlich und fundiert ist. Da reagieren die Leute auch drauf und antworten ja auch zurück. Aber wenn das dann ausufert in niveaulose Beschimpfungen und ja teilweise ja, Hasskommentare, was ja auch gegen einzelnen Spielern nicht unüblich ist, ja, dann wird eine Grenze überschritten, wo auch ich sagen muss, Leute, das geht nicht. Ne? Also wir sind ja alles erwachsene Menschen. Es sind doch natürlich viele Jugendliche hier bei uns unter unseren Fans dabei. Da sollte man vernünftig diskutieren können. Natürlich, Emotionen spielen immer eine Rolle. Das erleben wir auf den Rängen, auf dem Platz. Aber ein gewisses Niveau sollte dann doch gewahrt bleiben, weil wir sind alles alle Mann. Das sollten wir nicht vergessen. Auch wenn die Meinung auseinandergeht, auch wenn der eine oder andere zu irgendeinem Thema eine ganz andere Sichtweise hat, sollten wir dennoch vernünftig darüber diskutieren können. Das geht ja auch teilweise so, ist ja nicht so, dass das immer ausartet, aber einige schlagen dann über die Stränge und ich denke, das muss nicht sein. Ich möchte mich da auch nie ausnehmen, ich bin ja auch immer sehr emotional geladen und wenn mir einer quer kommt, kann ich dann auch quer zurückschießen. Ist so, da muss ich mich auch mal selbst disziplinieren, aber wer mich kennt, weiß ja dann auch, wie es gemeint ist. Und bei den allermeisten von euch weiß ich das ja auch. Ausnahmen gibt es immer, aber gerade Richtung Vorstand sollte man sich dann doch im Griff haben.
Weil, und das muss man ja auch sagen, also wenn man jetzt den Leuten abspricht, dass sie keine Ahnung haben, dass das alles nur Idioten sind und die sowieso nur für das Pöstchen da sind, da muss man einfach mal die Fakten zusammentragen und auch mal sehen, was bisher geleistet worden ist. Ja, also wir sehen ja die Veränderungen eh schon im Kader. Wir sehen die Veränderungen am Zuspruch der Zuschauerzahlen, am Zuspruch der Dauerkarten. Überhaupt das ganze Ansehen der Alemannia ist ja enorm gestiegen. Wir sind wieder in aller Munde. Natürlich ist der Becherwurf und jetzt die Entlassung mit Fuat Kilic natürlich ein gravierendes Negativbeispiel. Aber hey, wir sind Alemannia, wir sind der Klömmchensclub. Es wäre ja auch, sage ich mal, völlig unüblich, wenn es bei uns absolut ruhig bleiben würde. Oder? Das sind wir Alemannia-Fans. Der Alex hatte sogar vorgestern gesagt, Mann, warum bin ich nicht Freiburg-Fan geworden? Genau, ne? Da ist es ruhig, da ist es nett, da gibt es keine Skandale. Da sitzt der Trainer 15 Jahre auf dem Trainerstuhl und keiner merkt es und irgendwann wird er abgelöst und dann sitzt der Nächste auch wieder 15 Jahre auf dem Trainerstuhl. All das haben wir hier in Aachen nicht. Hier ist es immer ein bisschen turbulent. Dennoch, auch wenn natürlich das geschweifte Wort von Marcel Moberts, das Zäsame jetzt schwer gelitten hat, sollten wir es uns trotzdem weiter zu Herzen nehmen. Denn nur gemeinsam kommen wir aus dieser Schweineliga raus. Und der Weg ist das Ziel zur dritten Liga irgendwo. Und der ist steinig, der ist nicht einfach. Das sehen wir ja gerade, wenn wir die Spiele gegen Fortuna Köln, gegen Gladbach gewonnen hätten, wären wir jetzt Tabellendritter und würden bei Preußen Münster schön im Nacken stehen und den SV Rödinghausen. Ist aber nicht so, es ist anders gekommen. Wenn dann halt eben Entscheidungen getroffen werden, die halt eben unpopulär sind, dann ist das nie schön. Es wird doch wahrscheinlich nicht die letzte gewesen sein. Aber dennoch, es ist unser Verein. Wir müssen weiter das Vertrauen in unserem Vorstand haben, in unsere Alemannia haben, in die Spieler haben, dass sie das Bestmögliche tun werden, damit wir aus dieser verdammten Liga endlich rauskommen. Da sind wir viel zu lange drin. Es ist nicht einfach, da rauszukommen. Das haben wir in Rot-Weiß Essen gesehen letztes Jahr, die auch mehrere Anläufe benötigt haben, um da rauszukommen. Aber auch bei denen war immer Tara gewesen, wenn es nicht funktioniert hat. Letztendlich haben sie es geschafft. Und vielleicht schaffen wir das dann auch direkt im ersten Anlauf. Das muss man abwarten. Wie gesagt, der Weg wird schwer sein, aber der Weg wird vorbereitet. Der Weg ist vorbereitet. Wir sollten den Leuten einfach vertrauen. Was anderes bleibt uns nichts übrig. Wichtig ist jetzt am Samstag erstmal, dass wir gewinnen beim SV Strahlen. Das wird schwer genug. Ich bin gespannt und hoffe wirklich, dass wir da gewinnen. Am Ende sind wir egal wie, weil wenn wir das verlieren sollten, dann haben wir nächste Woche eine sehr schöne Woche hier in Aachen. Das hoffe ich nicht. Es soll endlich mal Ruhe einkehren. Es muss Ruhe einkehren. Und am Ende zählt wie immer die Tabelle. Und da ist dann der Leistungsnachweis. Und den können wir ablesen. Und dann warten wir ab, wie es dann im Winter um Weihnachten herum aussieht. Ob dann jetzt die ersten Früchte eingefahren werden konnten mit dieser Maßnahme. Oder ob das Ganze dann halt eben versagt ist. Gestern wurde auch der Bitburger Pokal, die erste Runde beim SV Bergisch Gladbach, terminiert und das ist am 26. Oktober um 19 Uhr. Dann ist das erste Spiel beim SV Bergisch Gladbach. Natürlich auch wieder sehr witzig, dass natürlich der ehemalige Coach Helge Hohl, unser jetziger Coach sein wird, auf seine alte Mannschaft treffen wird, auf seinen alten Verein treffen wird und das wird natürlich den SV Bergisch Gladbach noch mehr motivieren und es wird auch schwer genug werden, weil der Mittelrheinligist ist ja auch nicht so schlecht und ist ja auch ein bisschen holprig gestartet in die Mittelrheinliga, aber eine sehr starke Mannschaft, das wird auch für uns kein Selbstläufer werden, da werden wir auch mit wachsamem Auge das Spiel angehen müssen und dürfen das keinesfalls unterschätzen. Ja, eine turbulente Woche geht jetzt zu Ende mit dem Spiel morgen gegen den SV Strahlen. Wird dann abgeschlossen, dann sind wir gespannt, was dann am Ende unterm Strich stehen wird. Dann schauen wir einfach weiter. Wir müssen weiter schauen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam bleiben, dass wir weiter hinter der Alemannia stehen. Diese Aussagen, ich gebe meine Dauerkarte zurück oder ich gebe meine Mitgliedschaft zurück. Leute, das ist albern. Ja, also da haben wir ja schon in früheren Zeiten ganz andere Sachen mitgemacht. Wenn da jeder seine Dauerkarte und seine Mitgliedschaft gekündigt hätte, da würde es heute gar nicht mehr geben. Denn, sind wir mal ehrlich, wir Fans sind der Verein. Oder? Wir sind immer da, wir bleiben immer da, wir werden immer hingehen. Spieler, Vorstände kommen und gehen, wir bleiben immer da. In diesem Sinne, macht es gut. Ich bin gespannt, was am Wochenende rauskommt und wie es sportlich weitergeht, wie es personell weitergeht, was wir da noch erleben werden.
Im Positiven hoffe ich natürlich und ich bin gespannt, dass der Weg das Ziel sein wird. Das Ziel raus aus der Regionalliga. Nächstes Jahr wollen wir angreifen und ich bin gespannt, wie der Angriff aussehen wird. Aber das ist Zukunftsmusik. Konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die aktuelle Woche. Bis dann, sagt der Kartoffelkäfer Dirk. War eine schwere Woche mit viel Diskussion und ich hoffe, wir haben den Fokus jetzt auf andere Sachen. In diesem Sinne, ciao, macht's gut. Euer Dirk.